Daniel Hanslik kehrt nach Gelbsperre zurück. Ganz wichtiger Mann in der FCK-Offensive. In den letzten 3 Einsätzen war er an 5 Treffern beteiligt. Und der weiß auch, wie man Saarbrücken bezwingt. Im letzten Spiel gegen die Saarländer war Hanslik mit seinem Doppelpack der Matchwinner. 16.000 Zuschauer im proppevollen Ludwigspark. Unterstützt wird der erste FC Kaiserslautern von rund 2.000 mitgereisten Fans. Rein in die Partie. Kaiserslautern in Weiß zeigt sich gleich zu Beginn angriffslustig. Tomiak, das ist Kiprit, kurzfristig in die Startelf gerückt für Klingenburg. Und Robin Scheu klärt wunderlich und Zuck Lauertenberg. Die anschließende Ecke, Mike Wunderlich. Der FCS kann klären, aber der zweite Ball ist für die Pfälzer Herrcher. Aber die Angriffsbemühungen, die sind da noch nicht richtig mit Struktur beim Team von FCK-Trainer Marco Antwerpen. Aber man hat Derby-Lust. Die Gäste bleiben dran. Freistoß, Zuck. Das ist Ritter. Die Variante verpufft aber erstmal. Trotzdem Zimmer mit dem nächsten Versuch. Und da ist plötzlich Tomiak. Aber kein Problem für Batz im Saarbrücker Tor. Der FCK hat mehr Ballbesitz und auch mehr Spielanteile. Und jetzt Achtung, Herrcher gegen Galle. Lauterns Flügelspieler will einen Strafstoß. Schiri Bartstübner sieht's aber anders. Und wir schauen noch mal genau hin. Es gibt einen Kontakt, definitiv. Aber Herrcher bekommt den Ball vorher an den Oberarm. Von daher für mich auch richtige Entscheidung. Kein Strafstoß. Defensiv stehen die Pfälzer stabil, versuchen weiter nach vorne zu spielen über Kiprit. Und der sieht den mitgeeilten Herrcher hier auf der rechten Seite. Aber stopp kurz, Philipp Herrcher läuft nicht durch. Es fehlt noch an der Gradlinigkeit im Offensivspiel der Gäste. Von Saarbrücken offensiv erstmal kaum bis gar nichts zu sehen. Dann mal Kretschmer mit einer Art Abschlussversuch. Mehr ist nicht. Uwe Koschinat, der FCS-Coach, überhaupt nicht einverstanden mit dem sehr zögerlichen Auftritt seines Teams. Dann wieder Kaiserslautern. Herrcher mit Platz und den Blick für Zuck. Erste klare Möglichkeit im Spiel. Aber es fehlt weiterhin die Präzision beim Abschluss. Gute halbe Stunde gespielt. Offensiv ist nur der FCK. Freistoß, Zuck, kurzes Chaos und da ist Tomiak. 1-0 Lautern. Boris Tomiak, der Abwehrspieler, macht's. Sein dritter Saisontreffer. Batz wohl mit schlechter Sicht und Tomiak schaltet aber am schnellsten, nutzt das Chaos und mit der verdienten Führung für Kaiserslautern. Das Derby ist jetzt auf Betriebstemperatur. Achtung, Ernst gegen Hanslik. Und da ist richtig viel Frust dabei. Und sofort kocht im Ludwigspark der Kessel. Und Ernst ist nach diesem Einsteigen mit Gelb noch richtig gut bedient. Hat eigentlich kaum eine Chance, an den Ball zu kommen. Und Hanslik kann nach dem Foul weitermachen. Die FCK-Fans, die sind natürlich trotzdem bester Laune. Aber dann mal wieder die Gastgeber. Zeit sieht den Startenden Ernst, aber Matteo Rahm zur Stelle. Kurz vor der Pause nochmal die Pfälzer über den fleißigen Philipp Herrcher. Wieder am Ball Philipp Herrcher, aber auch hier passt Keeper Batz auf. Die FCK-Führung zur Pause geht völlig in Ordnung, vor allem defensiv die Gäste sehr stabil. Aber es gibt trotzdem noch Gesprächsbedarf. Zu wenig macht Kaiserslautern bislang aus dem Offensivfeld. Zweite Hälfte, gleiches Bild, aber Kaiserslautern im Vorwärtsgang. Über Wunderlich, Dark durchgesetzt gegen Kretschmer, Mike Wunderlich und wieder Batz. Aber auch Saarbrücken mit etwas mehr Mut jetzt. Klärungsversuch und der landet bei Ernst.
immer noch ernst und Raab, hellwach. Wenig zu tun, aber wenn es drauf ankommt, ist er da. Mathieu Raab. Uwe Koschinat nach dem verlorenen Derby gegen Mannheim wollte er unbedingt eine Reaktion sehen, sieht aber einen weiter offensivfreudigen FCK mit Hanslik. Hat Platz, Zeit, Daniel Hanslik. Und Batz verhindert das 0:2. Dicke Chance für Kaiserslautern. Die Ecke im Anschluss. Henrik Zuck, nicht ungefährlich. Und Saarbrücken kann das gerade so klären. Knappe Stunde ist da gespielt. Dann mal Ecke für die Saarländer. Scheu. Lautern will klären und Guras zu überhastet. Die 67. Minute, dann ist Schluss für Daniel Hanslik. Für ihn kommt Kenny Redondo. Und der fügt sich direkt ein und wie? Vollsprint über außen. Freie Fahrt für Kenny Redondo. Erst Ernst dazwischen, aber dann Redondo zum zweiten 2:0 Lautern. Das ist dann der berühmte Einstand nach Maß. Und der Gästeblock, der bebt. Kenny Redondo. Mit vollem Tempo und vor allen Dingen voller Überzeugung Richtung Saarbrücker Tor unterwegs. Und wenn der Pass nicht ankommt, dann mache ich es eben selbst. Denkt sich Kenny Redondo. Und für die Aktion gibt es auch Sonderlob vom Trainer. Kurz darauf darf auch Felix Götze ins Spiel eingreifen. Wird nochmal gepusht von Marco Antwerpen. Er ja seit neuestem mit einem Helm unterwegs nach seiner zweiten Kopfverletzung. Die Schlussviertelstunde läuft und die Saarländer suchen nach Antworten. Das ist Grimaldi. Adriano Grimaldi bedient Günter Schmidt und Raab. Und wieder Grimaldi, nochmal Raab. Ganz starke Aktion vom FCK-Keeper. Matteo Raab verhindert den Anschluss. Und der FCS bleibt dran. Lautern in dieser Phase defensiv etwas zu passiv. Und immer wieder suchen sie Adriano Grimaldi. Nächste gute Möglichkeit für Saarbrücken. Aber der FCK lauert immer mal wieder. Hier mit Marlon Ritter. Der hat Zeit und Platz und versucht's mal. 80 Minuten sind gespielt. Kaiserslautern fällt es schwer, für Entlastung zu sorgen. Freistoß Jennecke. Und Zeitz verpasst. Kurz vor Schluss. Die Gastgeber mit dem letzten Mut und Willen. Der eingewechselte Steinkötter und wieder Raab im Nachfassen. Aber das war's dann auch. Mit 2:0 gewinnt der erste FC Kaiserslautern. Verdient dieses Saar-Pfalz-Derby. Und dann entlädt sich alles bei Marco Antwerpen. Jede Form von Emotion. Und eins ist auch klar, Kaiserslautern kann derben. Schönes Gefühl, das werde ich auch meinen Kindern erzählen später. Es war ein super schönes Spiel heute. Beide Seiten, alle Fanlager, die haben alles gegeben. Für die dritte Liga kann man sich gar nichts anderes wünschen. Und ja, heute war einfach ein geiler Tag. Wenn man so das letzte ganze Jahr sieht, hat man ja nicht viele Erfolge feiern können. Und ich glaube, wenn man dann die beiden Derbys nimmt, Mannheim ist ja fast auch eher ein Sieg als ein Unentschieden. Und heute haben wir es sehr, sehr gut gemacht, konzentriert von Anfang bis Ende. Alle 11 bzw. 15 Mann, die dann reinkamen. Von daher genießt man das dann dreifach. Und einen neuen Derby-Helden, den gibt es auch noch. Kenny Redondo bekommt die volle Ladung pfälzische Glücksgefühle.